So, mit Victoria haben wir auch gesprochen. Dann, ja, in die Bibliothek vielleicht mal gehen. Hier ist auch tote Hose. Gut. Weg von diesem blöden Globus-Planeten-Scheiß-Kackrätsel, was ich auch nie vergessen werde, ey. Wegen so einem blöden Pluto, den man da verwechselt hat, kann nicht wahr sein. Irgendwie ist hier niemand. Wo sind die denn alle, Leute? Wo ist Robert? Wo ist Bates? Was machen Robert und Bates, wenn sie nicht hier sind? Ja, toll. Müssen wir auch nochmal nach Willow Creek und Wurmel und Kirche und überhaupt, da müssen wir auch noch hin. Aber wenn wir schon mal hier sind. Ich muss mit dir sprechen, Robert. Ja, aber ich bin im Moment etwas Ja? beschäftigt. Ich halte dich nicht Packst du lange die auf. Leichenreste Na weg? gut, ich höre. Indizien oder so? Hast du mit Collier gesprochen? Ja, er hat mich über eine halbe Stunde lang ausgefragt. Und? Was hältst du von all dem? Ich? Colliers Theorie erscheint mir logisch. Ich glaube nicht, dass jemand Henry absichtlich töten würde. Henry hat sich des Öfteren bis zur Besinnungslosigkeit betrunken. Und diesmal hatte er das Pech, in den Brunnen zu fallen. Der Zustand der Leiche lag bestimmt an dem kalten Wasser. Als Arzt kann ich das mit Sicherheit bezeugen. Du hast wahrscheinlich recht. Hast du sonst noch etwas auf dem Herzen? Ich habe heute viel zu tun. Victoria will im Moment nicht mit mir reden. Vielleicht solltest du stattdessen mit ihr sprechen. Wir müssen ihr Alter berücksichtigen, Samuel. Sie braucht nur etwas Zeit für sich. Ich spreche am Abend mit ihr. Seit ich angekommen bin, hast du oft erwähnt, dass du viel zu tun hast. Also, woran arbeitest Ja, du aber echt. eigentlich? Oh, ich will dich nicht mit Einzelheiten langweilen. Sagen wir einfach, ich betreibe Forschung einer bestimmten Art. Vielleicht erzähle ich dir morgen mehr darüber, wenn ich mehr Zeit habe. Ich muss heute Abend nach Ashbury fahren, um ein paar Ergebnisse zu überprüfen. Oh. In Ordnung. Ich muss jetzt gehen. Gut, dann wende ich mich wieder meiner Arbeit zu. Das klingt ja sehr mysteriös, was der Roboter da erzählt. Also, das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Forschung einer bestimmten Art. Züchtet er da drinnen fleischfressende Pflanzen oder was? In seinem kleinen Kämmerlein. So, der Bates hat ja vorhin gesagt, dass er irgendwie oben ist. Das kann man eigentlich auf dem Balkon, na egal. Dass er halt auf dem Dachboden aufräumt, deswegen will ich da mal gucken, ob er ist. Mir geht's eigentlich nur um den blöden Die Decke ist Teich. unter Oh. ihrem eigenen Gewicht eingestürzt. Der alte Flügel hält nicht mehr lange. Uh-oh. Zum Glück war niemand hier, als es passierte. Oh, hier kommt das Wasser voll rein. Das Loch im Fenster lässt den kalten Wind und den Regen ins Zimmer. Wenn es morgen weiter so regnet, müssen wir das Fenster reparieren. Ja, lass dir Zeit bis morgen. Bis der Scheiß hier durchsapscht. So mache ich das auch immer, wenn bei mir ein Fenster einbricht und das Wasser reinkommt. Dann sage ich, ja, nicht, dass es noch schlimmer wird. Die verrotteten Holzbalken sind in sich zusammengestürzt und zu Boden gefallen. Die Holzdecke ist jetzt instabil. Sie kann jeden Moment einstürzen. Also, dann warte ich bis morgen und dann. Die Decke könnte jeden Moment. Ich gehe lieber nicht Okay. weiter. Und dann mache ich das ein andermal mit dem Reparieren vom Fenster. Ist ja egal jetzt. So. Wie kann man also. Man kann also gar nicht. Wenn man aber nicht mehr. Wenn man aber nicht mehr auf dem Dachboden kann, dann können wir auch nicht mehr in die Truhe und. Da waren wir doch noch gar nicht fertig und so.
Ja, gut. Hier ist aber auch sonst nichts, ne? Nicht, dass man was übersieht. Na dann, tschüss. Geh mal zum Balkon. Ich möchte wissen, ob das jetzt irgendwie anders ist. Nö. Ja, wo finden wir die denn alle? Spät in der Küche und wurschtelt da wieder rum oder ist an unserem Zimmer? Muss jetzt auch ein bisschen schneller hier mal gehen. Also ich wollte jetzt hier nicht so ewig wieder in dem Haus rumlatschen. Hier ist aber auch nichts, ne? Es ist schön warm hier drin. Schön. Ich sollte meine Kleider abends über den Stuhl hängen, damit sie trocknen. Ja, das ist schön. Ich mochte das bei meiner Oma immer gerne, wenn die Kleidung von mir über die Heizung getan hat, damit die schön warm war. Wenn ich zum Beispiel aus der Badewanne kam oder so. Das ist schön. Kann ich nur jedem empfehlen, der eine Heizung im Bad laufen hat oder überhaupt eine Badewanne hat. Ich habe nämlich keine. So. Wenn das alles nix ist, dann gehen wir wieder nach unten. Und dann, ja, weiß ich auch nicht, was könnten wir dann bei dem Teich irgendwie übersehen haben? Was ist mit Morris? Lebt der noch? Vielleicht können wir jetzt ja mal bei ihm zu Hause klopfen. Vielleicht lässt er uns jetzt ja mal rein, weil es regnet so stark. Und ja, wir sind ja so hilfsbedürftig und wissen immer nicht, wohin mit uns. Nee? Morris hat die Heusäcke rechtzeitig vor dem Regen reingetragen. Guter Morris. Feiner Morris. Ist vielleicht jetzt jemand im Stall? Bei dem schlechten Wetter kümmert sich auch jemand um die Pferde. Da ist er. Nicht erschrecken, Morris. Morris, haben Sie einen Moment? Klar. Ah, er kann uns also helfen. Gut. Ich habe mich am Brunnen umgesehen. Sir, warum geben Sie sich damit ab? Warum überlassen Sie das nicht einfach diesem Inspektor? Tja. Ich werde das Gefühl nicht los, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Zwei tödliche Unfälle in so kurzer Zeit? Sie sagen es ja, Sir. Es waren Unfälle. Henry war voll, bis an die Kiemen. Und diesmal hat er Pech gehabt. Vielleicht. Aber genug davon. Ich bin aus einem anderen Grund hier. Im Schlamm am Brunnenrand fand ich einen Fußabdruck. Aber das ist nichts Ungewöhnliches. Da sind bestimmt viele Fußabdrücke. Ja, aber dieser ist frisch und viel tiefer als die anderen. Wer ihn gemacht hat, muss entweder humpeln oder etwas sehr Schweres getragen haben. Wollen Sie damit sagen, er war von mir? Nun, warum sollte er nicht von mir sein? Ich arbeite hauptsächlich im Garten. Und der Fußabdruck ist wahrscheinlich von dem Morgen, an dem ich Henry fand. Ja, vielleicht. Sir, ich sagte doch, ich war den ganzen Abend zu Hause. Ich habe keine Ahnung, was in dieser Nacht passiert ist. Woher wissen Sie, dass es in der Nacht passiert ist? Wenn ich das jetzt beantworte, können wir das Thema dann endlich lassen? Wir werden sehen. Ich habe es von Dr. Herman gehört, als er mit Collier gesprochen hat. Worüber haben Sie sich noch unterhalten? Ich habe nicht richtig zugehört. Bloß ein paar Sätze im Vorbeigehen, aufgefangen. Kann ich jetzt gehen, Sir? Na gut, ich frage Dr. Herman selbst. Kann sein, dass ich ihn fälschlicherweise verdächtige. Aber vielleicht auch nicht. Ich werde Dr. Herman aufsuchen. Mal sehen, was er über diesen Fußabdruck weiß. Lilly, jetzt nicht. Warte. Ui, meine Katze hat mich gerade angesprungen. Aua, das tat ein bisschen weh. Morris, haben Sie den alten Brunnen zugenagelt, wie ich es Ihnen gestern gesagt habe? Noch nicht, Sir. Ich mache es heute. Es sollte schon gestern gemacht werden.
kein Wunder, dass Henry hineingefallen ist. Wie bitte, Sir? Sie wissen sehr gut, wie ich das gemeint habe. Ich möchte, dass er heute gesichert wird, sonst können Sie sich einen neuen Job suchen. Ist das klar? Sicher, ich mach das schon. Sie brauchen mich nicht anzubrüllen, Sir. Jetzt geht das schon wieder los. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Warum habe ich ihn nur so angeschrien? Weil du ein hysterischer, bekloppter, pillenschluckender, süchtiger Mann bist, vielleicht? Was sagen Sie zu dem, was mit Henry passiert ist? War doch eigentlich unvermeidlich. Er hat viel zu viel getrunken. Es musste wohl so enden. Das hört sich an, als ob es Ihnen ziemlich egal wäre. Naja, wir haben einander nicht gerade gemocht. Aber dieses Schicksal wünsche ich keinem. Sie haben ihn gefunden, oder? Ja. Ich musste etwas aus dem hinteren Garten holen. Und als ich am Springbrunnen vorbeiging, sah ich, dass etwas im Wasser war. Ich ging hin, um es mir näher anzusehen, und er war in den Wasserpflanzen verheddert. Außer seinem Mantel konnte ich nichts sehen. Ist Ihnen sonst noch irgendetwas aufgefallen? Nein. Wissen Sie, ich bin in Panik geraten. Ich lief zum Schloss, um Bates zu holen. Ich dachte, ich wäre vielleicht verwirrt und hätte es mir bloß eingebildet. Aber es war wirklich Henry. Was passierte dann? Ich fuhr ins Dorf und holte die Polizei. Den Rest kennen Sie ja. Also hat Morris Henry gefunden. Mhm. Waren Sie gestern im Stall? Aber sicher. Wo hätte ich denn sonst sein sollen? Das Licht war nicht an. Nun, vielleicht war ich gerade nicht da. Warum fragen Sie? Oh, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Sie glauben, was mit Henry passiert ist, war vielleicht kein Unfall. Und dass jemand nachgeholfen hat, ja, damit er in diesem Teich Theorie landete. Ich bin vielleicht ein Säufer und ein Querkopf, Sir. Aber ich bin kein Mörder. Niemand behauptet, Sie wären ein Mörder, Morris. Es war nur eine Frage. Na gut, nicht, in dass Ordnung, wir Sie Sir. Verdächtigen. Wenn Madame hört, dass Sie mich verdächtigen, kann ich mir gleich einen neuen Job suchen. Hier in der Gegend gibt es kaum Arbeit. Und außerdem, wer stellt schon einen Mann ein, der ein lahmes Bein hat? Ich beschuldige Sie gar nicht, Morris. Zumindest noch nicht. Ich gehe dann jetzt. In Ordnung, Sir. Samuel, du komischer Kauz. Ich meine, der Morris, der tut mir jetzt auch schon wieder leid. Genauso wie am Anfang des Spiels mit Henry. Weil der Samuel einfach diese ganzen Bediensteten immer voll ankackt. Und die können anscheinend gar nichts dafür. Und jetzt ist der Henry sogar tot. Also gehe ich auch mal jetzt positiv gehend davon aus, dass Morris auch nicht der Mörder ist. Wobei Samuel, ja, finde ich, schon selbst fast der Verdächtige sein könnte mit seinen komischen Aussetzern und Aggressionen und ohnmächtig werden, wer weiß. Vielleicht ist er ja der Mörder. Ist jetzt einfach nur mal so eine blöde Theorie von mir. Aber wir werden sehen. Außerdem wurde ja gesagt von William, dass es so einen Fluch gibt irgendwie auf der Familie. Und er ist ja ein Gordon. Also. Gut. Dann gehen wir hinaus. In die weite Welt. Und sehen, was uns dort erwarten kann. Schönes. Also, bis zum nächsten Part. Bis dann. Tschüss.